Zillertal, rockig, urig, fetzig, und sie behaupten, im Himmel hat ein Engel frei. Die Freddy Pfister Band! Draußen wird's morgen und du bist noch da. Auf meinem Kissen liegt ein goldenes Haar. Himmlische Träume, Sonne im Blick. Ich glaub, ich lass dich nie mehr zurück. Im Himmel hat ein Engel frei und schaut auf dich. Glaubst du, hast dich gut getan, doch ich hab dich sofort erkannt. Im Himmel hat ein Engel frei, vielleicht bleibst du den Sternen treu, doch keiner weiß, was dann geschieht, wenn sich ein Engel hier verliebt. Zärtliche Stunden zu zweit. Mir sagt dein Lächeln, du hast noch Zeit. Bist du dir sicher, wenn du mich küsst, dass dich im Himmel niemand mehr vermisst? Schaut auf dieser Welt vorbei. Du glaubst, du hast dich gut getan, doch ich hab dich sofort erkannt. Im Himmel hat ein Engel frei, vielleicht bleibst du den Sternen treu, doch keiner weiß, was dann geschieht, wenn sich ein Engel hier verliebt. Freddy Pfister Band mit Im Himmel hat ein Engel frei. Ja, also ganz sanfte Töne von der Freddy Pfister Band, so einen Tag vor Weihnachten. Ja? Freddy, wie schaut's aus? Du bist ja unheimlich erfolgreich. Unglaublich, so heißt euer aktuelles Album, oder? Ja, also das Album ist zwar eine Zeit schon lange, aber ist momentan das aktuelle Album. Unglaublich, unheimlich erfolgreich, müssen wir noch dran arbeiten. Aber wir haben schon wieder ein nächstes Album im Bevor, also wir sind gerade am Produzieren. Das nächste Album wird wieder ein volkstümliches Album, also mit Borisch, Polka, Walzer. Das aktuelle Album, unglaublich, ist eine reine Schlager-CD geworden. Ja. Freddy, was auch unglaublich ist, was du für eine musikalische Karriere hingelegt hast. Über 45 Jahren jetzt mittlerweile auf der Bühne. Ist es richtig? Habe ich da richtig gerechnet? Ja, ich habe die Freude gehabt. Ich habe mit 11 das erste Mal auf der Bühne gespielt. Mit meiner jetzigen Frau gemeinsam. Da waren wir 4-Mann-Band. Da war ich 11. Aber da haben wir wirklich schon ganz schweinische Sachen gesungen. Aber das darf ich jetzt nicht sagen. Ja, wir sind ja, also es ist noch nicht 22 Uhr. Nein, und dann habe ich selber eine Oberkrainer-Partie gegründet, also mit 17, 18 war ich immer Oberkrainer-Fan, Zillertaler Musikant, also Oberkrainer-Besetzung. Und dann das große Glück, wo ich 23 war, habe mich dann der Peter Steinlechner und der Eberhard Alfred, waren Arbeitskollegen von meinem Papa,
haben mich dann gefragt, ob ich nicht mit denen spielen möchte, mit den Zillertaler Schürzenjäger. Es ist mir am Anfang schwer gefallen, meine Band im Stich zu lassen, sozusagen, aber es war natürlich, was ich in den 13 Jahren Schürzenjäger erlebt habe, war einmalig. Ja, eine der legendärsten oder die legendärste Gruppe im volkstümlichen Bereich. Wenn man so drüber nachdenkt oder wenn du drüber nachdenkst, das war ja eine ganz besondere Zeit mit den Schürzenjägern. Ihr habt ja Konzerte gespielt vor Zehntausenden von Leuten. Und wenn du so drüber nachdenkst, über diese Zeit bei den Schürzenjägern, da gibt es ja bestimmt sehr viele schöne Momente. Aber was waren für dich so die bewegendsten in deiner Karriere bei den Schürzenjägern? Ja, da gibt es so viele aufzuzählen. Also für mich persönlich, also ich war von 1986 bis 1998 dabei. Für mich persönlich war eigentlich die Zeit in den 80er Jahren, wo wir noch zu viert und zu fünft waren, die schönste, weil ich bin ein Fan von Zeltfesten und Stadtfesten, Dorffesten. Dann in den 90er Jahren hat es uns, da ist dann der Erfolg schon sehr groß geworden, da haben wir dann Hallen gespielt. Wir haben zum Beispiel die Wiener Stadthalle, wir waren die erste Band, wir haben die Wiener Stadthalle mit 14.000 Leuten in 25 Minuten ausverkauft. Wahnsinn. Und das größte Highlight war 1995 in Finkenberg, da waren etwa 90.000 Leute um. Wahnsinn. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Ich kann mich noch erinnern, da gibt es ein Video von euch, da hast du die Hey Mann Polka gespielt mit Alfred gemeinsam, ja. Wahnsinn, Gänsehaut pur. Ja, aber du hast es ja schon gesagt, nach 12 Jahren war die Schürzenjägerzeit dann eigentlich vorbei. War für dich dann nachher eigentlich sofort klar, dass du deine eigene Band gründest? Ja, das war gleich. Also einmal mit Musik aufhören, das geht gar nicht. Also ich habe mir sowieso geschworen, ich will einmal auf der Bühne umfallen und das wäre mein Traum, also nur nicht aufhören. Nein, wir haben dann ein Jahr, nachdem ich bei den Schürzenjäger weg war, haben wir dann die Band Heu gegründet. Das war eine 6-Mann-Band. Da waren wir eher so volkstümlich poppig unterwegs. Das war jetzt in Österreich nicht gerade so gefragt. In Deutschland waren wir da recht erfolgreich unterwegs. Und seit 2007 habe ich jetzt eben aus dieser Band Heu die Freddy Pfister Band gegründet. Wir sind mit 4 Mann unterwegs, machen alles wieder. Also wir spielen auf der Bühne Oberkrainer, Schürzenjäger, Oldies, Goldies, alles was man braucht. Und das, also musizieren, egal wie und wo, ist das Wichtigste und das Lässigste. Ja, ich glaube, Musik ist ja egal welche Richtung, wenn man Musik mag, dann mag man auch Eiermusik, gell? Von vorne bis hinten. Danke, dass du heute da bist und wir gehen jetzt vom Zillertal nach Südtirol und da wachsen ja nicht nur hervorragende Musikanten heran, sondern da gibt es auch ganz leckeres Obst, oder? Ja, also unsere nächsten Künstler, die kommen genau aus dieser Region, also genau, aus der Südtiroler Apfelwelt und die... Apfelland. Apfelland. Ja, also Apfelland. Apfelland. Ist ja ungefähr dasselbe. Also und auf jeden Fall. Das? Sie besingen das auch und wir freuen uns jetzt sehr auf 2 junge Burschen mit toller Musik. Herzlich willkommen, die Burgräfler-Burm.